Herr Abgeordneter Stadler, vor kurzem hat das Europäische Parlament die Einführung von sogenannten Stabilitätsanleihen beschlossen. Ist damit die Krise nun gelöst? Ja, das ist, glaube ich, das Tor, das man hier aufgestoßen hat zur Vergemeinschaftung der Schulden und der Haftungen, zur Übernahme von Haftungen für Staaten, die ihre Budgets nicht in Ordnung bringen können, die ihre Finanzkrise nicht in den Griff bekommen, die kein Wirtschaftswachstum zustande bringen und im Grunde eine weitere Verschuldungspolitik betreiben. Nun verlagert man immer mehr Schulden auf die anderen Mitgliedsländer, das heißt, man versucht es auf alle gemeinsam, aber es wird am Schluss herauskommen, dass eigentlich nur die Nettozahlerländer dann wirklich Haftungen zu tragen haben und Schulden zu begleichen haben. Und das ist wirklich ein verheerender Beschluss, der hier gefasst wurde, weil zum ersten Mal nicht nur ein Stabilisierungs- und Schuldentilgungsfonds verlangt wird, wo man alle Schulden hineinpacken möchte, die über dem 60% Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder liegen, das heißt also diese sogenannten Maastricht-Kriterien überschreiten, sondern man verlangt auch noch Eurobills, wo man in Zukunft für bestimmte Länder entsprechende Anleihen auflegen möchte, für die alle europäischen Länder dann die Haftung tragen sollen und die Übernahme von Schulden unterhalb auch der 60-prozentigen Verschuldungsgrenze nach dem Maastricht-Kriterium, nach 60% des Bruttoinlandsproduktes, sodass also das in Zukunft in eine Eurozone führt, die durch Eurobonds alle Schulden der Länder vergemeinschaftet. Und das ist eine derartig verheerende Entwicklung, sodass ich sage, dass damit nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder noch für diese Schulden werden zahlen müssen. Eine ganz, ganz falsche Entwicklung und es ist kein Widerstand vorhanden. Es hat zwar einige Deutsche gegeben, die gemeinsam mit mir dagegen gestimmt haben, aber es gab keinen Widerstand der freiheitlichen Abgeordneten, es gab keinen Widerstand der anderen österreichischen Abgeordneten, im Gegenteil rote Abgeordnete, schwarze Abgeordnete, Abgeordnete der Grünen selbstverständlich, haben alle noch dafür gestimmt und das ist eine meiner Ansicht nach wirklich entsetzliche Entwicklung. Bundeskanzler Werner Faymann inszenierte sich vor wenigen Tagen als glühender Europäer. Gewählt wurde er eigentlich als Europaskeptiker. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Naja, er ist jetzt aufgetreten als Vertreter Europas und nicht als Vertreter Österreichs. Er inszeniert sich jetzt als neuer Super-Europäer. Ich weiß nicht, bereitet er sich schon auf einen Job vor, nachdem er den Kanzler verlieren wird? Das ist meine Überzeugung, weil er schlicht und einfach das Gegenteil von dem behauptet, was er den Wählern noch vor der letzten Nationalratswahl versprochen hat. Und er tut auch das Gegenteil. Er legt mittlerweile österreichisches Kapital auf den Tisch des Eurohauses, um sich dort beliebt zu machen und damit die Österreicher für die griechischen, spanischen, portugiesischen, italienischen und so weiter Schulden mit in die Haftung zu ziehen. Und daher wird auch diese Politik von uns nicht unterstützt, sondern ganz im Gegenteil, sie wird bekämpft. Und der Österreicher soll wissen, dass er mit Werner Faymann in Wirklichkeit einen Apologeten der Vergemeinschaftung der Schulden gewählt hat und daher nicht wieder wählen sollte. Faymann sollte die Rechnung dafür bekommen, dass er antiösterreichische, unpatriotische Politik betreibt, die gegen die Interessen Österreichs gerichtet ist.